Slow Food, das bedeutet bewusster essen und bewusster wahrnehmen, was gegessen wird. Ob das EU-Lebensmittelrecht und der Verbraucherschutz dabei helfen, Orientierung im Lebensmitteldschungel zu schaffen, darum ging es bei Slow Foods Veranstaltung Isst du noch oder schmeckt's dir schon? Mehr als 100 Interessierte nahmen an der Podiumsdiskussion im neuen Rathaus teil. Eröffnet wurde der Abend von Frank Buchholz, Leiter des Slow Food Convivium in Hannover. Slow Food muss man nicht wirklich kennen, obwohl diese Aktion seit über 20 Jahren inzwischen weltweit aktiv ist. Fette, Kohlenhydrate, Eiweiße und noch viel mehr. Ein Thema war der Umfang der Nährwertangaben auf Lebensmittelprodukten. Hierzu wurde Klarstellung genommen. Lebensmittelrecht muss zwei Dingen dienen: der Sicherheit des Verbrauchers, Schutz der Gesundheit und Schutz vor Täuschung. Und Lebensmittel müssen sicher sein und der Verbraucher muss vor Täuschung geschützt werden. Dazu brauchen wir einen mündigen Verbraucher, der kann bis drei zählen. Und dazu brauchen wir keinen bürokratischen Overkill. Bewusste Ernährung hängt aber nicht allein von Tabellen ab, sondern fängt schon früher an, so Ursula Hudson von Slow Food Deutschland. Zur Erziehung. Ich würde nicht sagen, dass man frühzeitig den Kindern und Heranwachsenden beibringen muss, zu verstehen, was auf diesen Packzetteln steht. Man muss ihnen eigentlich beibringen, was ein gutes Lebensmittel ist. Das Schmecken beibringen. Man muss sozusagen die Freude an dem, was man isst, erstmal an den Leib anbinden, sage ich. Man muss es sozusagen emotional anbinden. Dann kann man es rationalisieren. Dann kann man langsam darüber nachdenken. Im Anschluss an die Diskussion durfte nachgefragt werden. Die Zuhörer hatten Gelegenheit, die Stellungnahmen und Meinungen der Experten auf dem Podium zu erfahren. Häppchen und Köstlichkeiten aus der Region bildeten den Abschluss des Abends. Bei einer kleinen Brotzeit durfte sich dann auch untereinander ausgetauscht werden. Ganz in alter Slow-Food-Tradition.